Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Sebastian, Roadbike-Redakteur und bin heute nicht allein am Mikrofon. Sondern der Christian, auch Roadbike-Redakteur, ist mit dabei. Und auch Roadbike-Redakteur, der Erik. Hallo. Ja, hallo. Heute geht es um das illustre Thema Profisport. Und zwar geht es vor allem auch um ein besonderes Profisport-Event, nämlich die Tour de France, die ja aufgrund von, ja, sagen wir mal, unglücklichen Umständen sozusagen das Großereignis 2020 geworden ist, was den Sport angeht, oder Erik? Das ist gefühlt das Letzte, was übrig geblieben ist, nachdem ja nun Olympia und Fußball-Europameisterschaft ins nächste Jahr verschoben wurden. Hätte der Tour ja auch passieren können, aber ja, hätte eigentlich am 27. Juni starten sollen. Jetzt geht es am 29. August los. Also die Radsportfans haben Glück gehabt dieses Jahr. Aber die Tour, weil ich echt gedacht habe, dass die, also ich war zwischendurch echt skeptisch, ob die überhaupt stattfindet. Da fand ich die sehr optimistisch, als sie gesagt haben, okay, wir gehen in den Herbst, und ich dachte nur, mal gucken, ob das so funktioniert. Aber es sieht ja jetzt ganz gut aus. Ja, aber ja, und man hat ja zuvor auch lange noch festgehalten und gesagt, so, naja, wir gucken mal, weil die Tour ist uns heilig und ich glaube, man hat da bei der ASO sehr lange gehofft, dass man die trotzdem im Juni, Juli wie gewohnt austragen kann. Der Tourchef Christian Prudhomme hat ja auch gesagt, irgendwie die Tour wird wegen nichts gestoppt, außer vielleicht vom Weltkrieg, mal paraphrasiert. Und ja, sie wurde jetzt nicht gestoppt oder abgesagt, sondern nur verschoben. Ja, aber das für die Franzosen, glaube ich, schon irgendwie ein Sakrileg ist, dass sie halt nicht so zur Hauptferienzeit im Sommer stattfindet, wo sie immer stattfindet, weil ich glaube, das ist so ein Monument und ich glaube, so ein Datum verschiebt man bei der Tour de France halt auch nicht so einfach mal eben. Weil ich glaube, das ist echt so im französischen Nationalkalender, die Etappe am Nationalfeiertag, das ist ja schon irgendwie so das Highlight des Jahres eigentlich. Ja, und das Jahr hat ja auch anders angefangen oder vor allem halt, dass die Profisaison hat angefangen. Da konnte man das alles noch nicht absehen, denn am Anfang ging es erstmal relativ regulär los. Das erste Profirennen ist seit einiger Zeit in Australien, die Tour Down Under, die ja schon im Januar, Februar stattfindet. Ja, und dann kommen einige weitere große Rennen auf dem World Tour Kalender. Und ja, erst bei der Abu Dhabi Tour im Februar, glaube ich, die wurde abgebrochen, weil es da die ersten Fälle von Corona im Peloton gab. Wobei ich mich jetzt da noch zurückerinnere, war das nicht bei der Tour Down Under, dass die mit den Waldbränden noch so übel, und man, wenn man ja jetzt zurückdenkt, ach, was waren das für Larifari-Probleme, als ein bisschen Waldbrand? Nee, das hat Australien ja wirklich schwer erwischt und war auch, glaube ich, kontrovers. Und es gab einige Bilder von Etappen, wo sie da durch völlig verbrannte Abschnitte gefahren sind. Also ganz ohne war das in Australien auch nicht, aus anderen Gründen. Aber ja. Ich erinnere mich da ganz kurze Anekdote am Rande auf irgendwelche Diskussionen auf Swift, wo dann irgendwelche Australier irgendwie meinten so, ey, erst konnten sie nicht fahren wegen den ganzen Waldbränden, jetzt konnten sie nicht fahren wegen Corona. Ich dachte immer, die sind schon ziemlich, gelinde gesagt, am Arsch dieses Jahr. Ja, also die hat es vielleicht noch mehr erwischt, aber ja, erwischt hat es ja die ganze Welt. Und leider Gottes. Ja, die ersten Fälle waren, wie gesagt, bei der Abu Dhabi Tour, die dann, ja, wie war das nochmal? Wurde sie tatsächlich abgesagt? Ich glaube, es waren einige Fahrer in die letzte Etappe wurde, glaube ich, abgesagt. Und ja, die letzten zwei Etappen wurden abgesagt. Letzte beiden. Also fünf Etappen wurden gefahren, sieben sollten es sein. Und dann ist ja beim Team United Emirates, gab es, glaube ich, bei den Mechanikern zwei Corona-Fälle. Und daraufhin hat man dann das ganze Rennen, die waren ja alle in einem Hotel, weil der Startort der Etappen ja immer, der Zielort fast immer der gleiche war, oder zumindest der Startort fast immer der gleiche. Und dann wurde ja dieses ganze Hotel abgeriegelt. Da gab es dann, ich glaube, die waren schon so 10 Tage da in dem Hotel, die Fahrer. Ja. Ich glaube sogar länger. Also manche noch länger. Ja. Und ich erinnere mich noch an Bilder, dass sie dann irgendwie nach einigen Wochen irgendwie wenigstens einen Rollentrainer und ein Fahrrad zur Verfügung gestellt bekommen haben, weil sie wirklich nicht mal ihr Zimmer verlassen durften. Und das hat damals schon für Diskussionen gesorgt. Ja, und aber danach gab es noch einige Rennen, die ja mehr oder weniger regulär stattgefunden haben. Also, ja, Paris-Nizza ist doch da noch. Paris-Nizza, ich glaube, genau. Da haben sie schon die Teamgröße reduziert und haben die letzte Etappe auch abgesagt. Also das Rennen hat am Samstag geendet, anstatt am Sonntag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
Ja, und dann kam halt erstmal die große Lehre sozusagen. Große. Keiner wusste, was kommt, was bleibt, wie sieht die Saison aus. Und ich glaube, das war schon für die Profis eine schwierige Zeit, weil normalerweise haben die ihren Jahreskalender, ihre Trainingspläne, wann, was, wo, auf welchem Niveau gefahren werden muss. Und das war ja erstmal alles völlig im Dunkeln. Da wusste ja keiner, was jetzt auf sie zukommt und wie der Kalender des Jahres überhaupt aussieht. Ja, und auch Tag für Tag kamen neue Rennabsagen irgendwie rein. Erst war es wieder der ganze März, dann war es der ganze April, dann irgendwann war es der Mai. Ja, und dann war man irgendwann froh, als dann doch so, oder als Radsportfirma war man doch froh, dass dann irgendwann so langsam für den Herbst Alternativtermine diskutiert wurden und dann ja jetzt auch tatsächlich mittlerweile schon teilweise Realität geworden sind. Ja, bevor wir jetzt gleich dem quasi den Saisonneustart besprechen und vor allem den doch sehr engen Kalender für jetzt September und Oktober und November noch, lass uns noch kurz über die Zeit dazwischen sprechen. Also es war ja wirklich, es gab ja den Lockdown in vielen Ländern. Die Profis, die meisten oder die allermeisten Profis waren zu Hause, um auch bei ihren Familien zu sein, weil man wusste, okay, vielleicht darf ich jetzt erstmal mehrere Wochen oder länger sogar das Haus nicht verlassen. Und ja, einige Profis, wie gesagt, einige Länder hatten ja auch ein Radfahrverbot verhängt. Also man durfte nicht mal raus, um Sport zu treiben. Das war in Deutschland ja zum Glück nie der Fall oder auch nie nötig bis jetzt. Und aber einige Profis saßen da wirklich zu Hause und ja, haben Rekorde auf Swift und auf der Rolle gemacht. Ja, viele wohnen ja auch in Monaco oder auch Andorra, Girona, das sind ja so beliebte Hotspots für Radprofis, einfach wegen der Trainingsbedingungen. Und das waren gerade so Regionen, wo die Bestimmungen sehr, sehr strikt waren. Also ich meine, Rowan Dennis, der hat dann irgendwie auch einmal gegen die Auflagen verstoßen, der wohnt meines Wissens nach in Girona. Mhm. Also ja, da gab es dann auch durchaus Ärger. Und wie du schon sagst, in Deutschland, wir hatten noch relativ viel Glück, oder ich glaube auch in Österreich gab es halt auch für die meisten nur die Beschränkung, ja, kein Gruppentraining. Aber das ist ja das Gute beim Radfahren, du kannst ja auch alleine relativ gut trainieren, solange du halt draußen deine langen Einheiten machen kannst. Ja, und die drin geblieben sind, die mussten eben ja tatsächlich auf die Rolle. Und ich glaube, so viel Kilometer auf Swift in den Sommermonaten wurden wahrscheinlich noch nie gefahren sowieso. Und die Rollentrainer waren auch zeitweise tatsächlich ausverkauft, wo du im Sommer wahrscheinlich keine 10 Stück los wirst. Da musstest du da ewig warten, weil ja viele davon betroffen waren. Die Profis hatten zum Glück ihre Rollentrainer schon und die... Wobei, wenn man weiß, glaube ich, wie ungern Profis auf der Rolle fahren. Also ich erinnere mich da da war ich mal in Kalpe gewesen, da war dann auch so ein, Januar, Februar, also normalerweise sonnensicheres Eckchen auch im Winter. Und da hat es dann geschneit und da hatten dann die Profis von, ich glaube, das war Française des Jeux, die hatten dann die Wahl, okay, bei Schnee draußen zu fahren oder auf der Rolle. Ich glaube, der Großteil ist trotzdem draußen gefahren. Die hatten halt alle keinen Bock auf Rolle fahren. Ich glaube, da mussten einige jetzt auch deutlich über ihren Schatten springen und sich dann der ungeliebten Rolle annehmen. Ja, aber dafür gab es ja dann sogar tatsächlich einige Events, einige Digital-Events, richtige Profirennen. Also wo sich die Profis auch gemessen haben. Ich glaube, die Ronde von Flandern wurde digital ausgetragen. Also hat einer von euch da so eins von diesen Rennen verfolgt? Weil es ist ja schon nochmal was anderes, als ein Rennen auf der Straße zu verfolgen. Also ich habe es nicht live geguckt. Also ich habe natürlich so Highlights mitbekommen und Zusammenfassungen, die man auch gerade auf Social Media sehr viel sieht. Also weil ich sag mal, die Rolle von Flanderen war schon recht realistisch. Schon direkt von Avermaet hat sie gewonnen. Ja. Der wäre jetzt auch in echt, also er hat sie zwar in echt noch nie gewonnen, das fehlt ihm ja noch, das Rennen. Aber der ist dann natürlich auch im wahren Leben auf der echten Straße ein ganz heißer Siegeskandidat. Aber ist wahrscheinlich schon auch was, also ist auch was, ist keine, sag ich mal so, ich fand kein gleichwertiger Ersatz für so ein richtiges Rennen auf der Straße, was ich dann doch ab und zu ganz gerne mal im Fernsehen mir anschaue. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand jetzt so ein Swift-Rennen, also ich finde, das ist schon irgendwie, also das zu verfolgen, fand ich dann doch auch ein bisschen schwierig. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, man so ein paar Highlights hat man gesehen, aber ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht so wirklich antworten. Denn der positive Nebeneffekt ist, dass du halt jetzt auch auf Swift tatsächlich so eine Frankreich-Welt hast mit Mont Ventoux und Mont-Saint-Michel und keine Ahnung, dass man jetzt sozusagen auch die Amateure dann fahren können. Ja, und es gibt ja auch andere Plattformen. Wir reden jetzt immer von Swift, aber es gibt ja auch andere Plattformen, bei denen man jetzt schon irgendwie so
reale Strecken nachfahren kann, aber dem allen ist gemein, dass es halt, ja, du sitzt auf der Rolle bei aller Liebe und Rollefahren ist wirklich was, da braucht man eine mentale Härte und ich möchte auch bei diesem virtuellen Rennen, die Profis jetzt gemacht haben, ich glaube, die waren auf ihre Art auch unheimlich anstrengend, aber ja, zum Zugucken, jemandem zugucken, wie er da auf der Rolle schwitzt, also ja, hat irgendwie doch dann irgendwie ein bisschen was anderes als so ein echtes Rennen auf der Straße. Ich meine, zu so einer echten Tour-Etappe gehört einfach, dass dann die Kommentatoren auch mal irgendwie über das Schloss, so wie genau, die Loire-Schlösser ja, referiert. Definitiv. Also viele finden ja diese 200-Kilometer-Etappen manchmal auch langweilig, aber ich finde so, wenn man morgens selber Rad gefahren ist an einem Wochenende und dann nachmittags sich auf der Couch 5 Stunden Flachetappe geben kann, das hat irgendwie auch was. Genau. Deinen Job möchte ich haben, Erik. Deinen Job möchte ich haben. Ich sage ja Wochenende. Ach so, ja, ja, natürlich. Genau, also das war der Lockdown, aber der ist ja jetzt zum Glück vorbei und die Saison hat wieder begonnen mit den ersten Rennen, unter anderem mit der Strade Bianche, die am 1. August, glaube ich, war das, stattgefunden hat. Und ja, alle haben dem so ein bisschen entgegengefiebert und alle waren auch sehr gespannt, wie funktioniert das? Gibt es jetzt gleich wieder Ansteckungen? Halten sich die Zuschauer an die Regeln oder beziehungsweise wenn keine Zuschauer erlaubt sind, an bestimmten Punkten halten sich die Menschen auch dran, die natürlich auch jetzt drauf gewartet haben, dass es die Fans, dass es wieder losgeht. Und ja, wer hat quasi die Lockdown-Zeit genutzt, um an seiner Form zu feilen und wer hatte jetzt vielleicht 2 Kilo zu viel im August? Ja, wie waren da eure Erfahrungen? Also gefeilt hat definitiv Wout van Aert, würde ich sagen. Ja. Der ist ja momentan unheimlich gut drauf. Also on fire, könnte man sagen. On fire, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Also direkt mal Strade Bianche gewonnen. Ich glaube, dann 4 Tage später 3. oder 4. im Massensprint von Mailand-Turin. Dann wieder 3 Tage später Mailand-San Remo gewonnen. Dann die Woche danach bei der Dauphiné irgendwie rumgestrahlt, wie er wollte. Mhm. Also der war fleißig während Corona. Und muss man ja sagen, der hatte letztes Jahr beim Zeitfahren von einer, was war es, Tour-Etappe, hatte er ja diesen schweren Unfall mit einer richtig schweren Oberschenkelverletzung. Ach stimmt, ich erinnere mich. Da genau. Läuft kalt den Rücken runter. Ja, da möchte man gar nicht dran denken. Und wo es auch wirklich hieß, naja, schafft er es wieder irgendwie auch da zurückzukommen, vor allem in der Form, in der guten Form, in der er letztes Jahr schon war. Und er hat es dann schon beim Crossen im Winter, so Anfang des Jahres, hat er es wieder unter Beweis gestellt, dass er so sich von Top 10 auf Top 5 auf auch noch einen Sieg irgendwie vorgearbeitet hat. Und jetzt, also ist kein Zweifel mehr, der hat die Verletzung gut weggesteckt und hat vor allem sich richtig gut auf diese ja, unterbrochene Saison vorbereitet und ist jetzt ja 1A in Form. Was waren für euch noch andere Highlights so der ersten Rennen? Also gab es da irgendwas, was besonders rausgestochen hat? Also was ich jetzt sehr spannend fand, war in Vorbereitung auf die Tour, wie schon so diese Teams Ineos und Jumbo-Visma sich bei der Tour de l'Ain, die sonst immer so ein völlig oder relativ unbedeutendes Rennen im August ist, sich jetzt da schon wettgerüstet haben, Muskeln haben spielen lassen im Hinblick auf die Tour de France. Also war jetzt nicht unbedingt eine Folge von Corona, aber einfach so, man merkt einfach, die Fahrer sind momentan extrem heiß und die wollen sich natürlich beweisen und die waren jetzt wie Rennpferde, die jetzt irgendwie 4-5 Monate im Stall standen und jetzt endlich wieder auf die Piste gelassen werden. Ja, und man hat bei Jumbo, die waren auch letztes Jahr, sind die, fand ich, mehr in Erscheinung getreten als die Jahre davor. Die Jahre davor fand ich oft auch mal so ein bisschen glücklos mit einem, keine Ahnung, zweiten Platz oder haben sich einen Sieg absprinten lassen dann. Und mittlerweile haben die ein Team aufgestellt, wo man denkt, ja, das, also die muss man irgendwie zusammen mit Ineos eigentlich mittlerweile nennen als eins der ja, fast am besten aufgestellten Teams. Also definitiv, also ich weiß nicht, was sie für ein Budget haben, aber was sie sich da für ein Team mit einem Roglic, mit einem Kreuzweig, ein Tom Dumoulin ist jetzt da mit an Bord. Also ich meine, das ist ja schon mal... Wobei der Roglic ja noch nicht so lange quasi der Superstar ist. Das kam ja auch eigentlich mehr so, ja, letzte Saison, vielleicht die Saison davor auch schon, aber der war jetzt nie so... Der war erst seit kurzem ist er so ein fast Sieggarant irgendwie schon. Und ja, wobei wenn du überlegst, dass du dir einen... Bei der Dauphiné fand ich das schon beeindruckend, wie die da schon den Ineos, den man ja die letzten Jahre mal vorgeworfen hat, machen das Rennen, die Rennen so langweilig mit ihrer unfassbaren Dominanz, die ja schon dann doch den ordentlich ins Bein pinkeln konnten, das ein oder andere Mal.
Also ich glaube schon, dass das hat auf jeden Fall für mich jetzt mal den Saisonauftakt deutlich spannender gemacht, als ich eigentlich damit gerechnet habe. Und wenn du bei Jumbo mal bedenkst, dass die haben einen Toni Martin im Team, der ist 4-mal Zeitfahrweltmeister und hat zig Radrennen gewonnen in seinem Leben und den nutzen die quasi, um auf den ersten 150 Kilometern Ausreißer zu jagen. Also, das zeugt ja von der Qualität dieses Teams, dass sie sich quasi das leisten können. Ja, das stimmt. Ja, wobei ich das Gefühl habe, der Toni Martin hat sich ja schon auch ein bisschen, war ja, glaube ich, bei uns seinem Wechsel dahin ein bisschen zurückgenommen. So dachte ich, er muss nicht immer Zeitfahrweltmeister werden, nachdem er diesen Titel ja jetzt die letzten Jahre irgendwie ein bisschen mehr oder minder vergeblich nachgejagt ist. Der hat ja seine Zeitfahrdominanz, die er noch vor ein paar Jahren hatte, mir schon ein bisschen eingebüßt. Von daher fand ich den Schritt jetzt zu dem Team, wo es ja offensichtlich intern ja auch ganz gut funktioniert, dann doch nochmal folgerichtet. Also jetzt und auch ohne da irgendwie große Lobeshymnen zu singen, aber ganz ehrlich, das zeugt auch von einer, ich will sagen, gewissen Größe oder Reife, dann zu sagen, hey, dann ordne ich mich jetzt, weißt du, nachdem ich mal wirklich sehr dominant war, ordne ich mich jetzt auch nochmal unter in dem Team und werde zu einem wirklichen Edelhelfer schon fast. Nicht jetzt für die Berge oder so, aber eben für diese Etappen, wo es darum geht, den Abstand zu einer Ausreißergruppe irgendwie klein zu halten. Da ist er unermüdlich am Ballern da vorne im Feld. Und dass er quasi sich dafür nicht zu schade ist, finde ich, das finde ich toll, dass er sagt, okay, jetzt, ich war eine Zeit lang der Star in einer bestimmten Disziplin und jetzt bin ich halt, keine Ahnung, der Star unter den Helfern so ein bisschen. Ja, aber die sind halt auch unfassbar wichtig. Ich meine, die Leute brauchst du halt auch. Ja. Und das war ja auch letztes Jahr so bezeichnend bei dem Zeitfahren, wo Wout van Aert so schön gestürzt war, kann ich mich erinnern, da war Toni Martin einer der Ersten, die Strecke gegangen sind. Und ich meine, er hatte das deutsche Meistertrikot an und er hat sich da, glaube ich, 7 Minuten Rückstand einkassiert. Also der wurde nach 3 Kilometern vom Hintermann schon aufgeholt, weil er halt das Zeitfahren als erweiterten Ruhetag genutzt hat. Mhm. Also da sieht man, wie wenig er noch diese eigenen Ambitionen verfolgt und sich da wirklich in diesem Team voll in der Helferrolle aufgeben sieht. Ja. Es gab ja bei den ersten Rennen, jetzt muss man leider sagen, auch ein paar Negativ-Highlights. Denn jetzt vor allem, also wir nehmen jetzt auf am 20. August und so in den letzten, am letzten Wochenende und die Woche davor gab es wirklich einige Stürze, auch schwere Stürze bei verschiedenen Rennen. Habt ihr da das Gefühl, dass das damit zusammenhängt, dass es jetzt wieder losgeht oder woran könnte das liegen? Ich glaube, das ist eine Mischung aus mehreren Faktoren. Meine, natürlich spielen gewisse Streckenbeschaffenheiten eine Rolle. Ich glaube, irgendjemand hat mal so ein Foto gezeigt von dieser Tour de Wallonie, glaube ich, wie da die Straßen aussahen. Und ich war, glaube ich, so eine übelste Schlaglochpiste. Welche Straße meinst du? Ja, genau, dieses komische Ding unter den Löchern. Da kann ich dann schon verstehen, dass sich da Fahrer drüber aufregen, weil mir so vorstellen, wenn du im Pult bist, du siehst ja von der Straße vor dir eigentlich nichts. Und dann Schlagloch anzeigen, wie man das so in einer Rennradgruppe macht, ist halt dann, wo willst du denn da überall hinzeigen? Also so viele Arme hast du ja gar nicht. Und das dann ganz im Renntempo, wenn dann auch alle irgendwie auch unter Druck stehen, sich zu zeigen, sich zu beweisen, weil sie nicht zur Tour wollen, weil sie einen neuen Vertrag brauchen. Ich glaube, das kommt dann nochmal so als Komponente dazu, dass dann auch keiner mal irgendwie sich zurücknimmt. Und die Saison ist halt auch einfach extrem kurz. Ich meine, wenn du dich jetzt hinlegst und 3 Monate ausfällst, dann ist die Saison rum. Ich meine, sonst bei den Frühjahrsrennen, okay, 3 Monate, dann mit Glück schaffst du es zur Tour oder halt dann zu den Rennen nach der Tour. Ja. Aber jetzt ist halt dann alles irgendwie auf wenige Monate gedrängt. Ja. Aber Brobi, du hast es gerade gesagt, alle wollen irgendwie sich für die Tour qualifizieren oder wollen einen Vertrag fürs nächste Jahr. Ich glaube, das ist gerade auch so ein bisschen. Wir sind ja jetzt auch schon mitten in der Transferperiode, sonst hast du ja im Frühjahr deine Zeit, wo du dich beweisen kannst. Und jetzt sind die Fahrer natürlich besonders heiß, irgendwie sich bei ihren Teams oder bei potenziell neuen Teams zu bewerben. Und ich glaube, das ist gerade so, wenn man diesen Sturz sich jetzt bei der Polen-Rundfahrt anguckt, da im Sprint von Dylan Groenewegen und Fabio Jakobsen. Ja, da war halt mit Groenewegen einfach zu heiß. Der wollte halt unbedingt diese Etappe gewinnen. Und dann ziehst du halt bei Tempo 80 quer über die Straße, um den Gegner irgendwie aufzuhalten. Und dann passiert halt sowas Schlimmes, dass da jemand im künstlichen Koma liegt und um sein Leben kämpfen muss. Mhm. Ja, also und auch die, was ihr gesagt habt, auch mit dem dieses Risiko einzugehen. Also wer durch diesen dicht gedrängten Terminkalender ist es ja auch gar nicht, also du startest als Fahrer wahrscheinlich einfach auch bei weniger Rennen als bei einer normalen Saison.
Und dann, ja. Ja, du hast einfach weniger Renntage, um dich zu zeigen. Genau, um dich zu zeigen oder auch um zu gewinnen oder ja. Aber du hast wahrscheinlich mehr Renntage in kürzerer Zeit. Und hinzu kommt ja noch, ich weiß ja nicht, wie es aktuell bei den Finanzen Teams aufgestellt ist, aber ich glaube, da gibt es ja schon auch einige, die durchaus gucken müssen, wie sie die Budgets dieses Jahr und fürs nächste Jahr zusammenkriegen, weil so wie es der Wirtschaft geht, dem Tourismus geht, ich glaube, da gibt es ja schon einige Hauptsponsoren, die da auch schauen, wie viel Kohle hauen sie da raus und ob sie das fürs nächste Jahr nochmal so garantieren können, dass ja auch nicht garantiert ist, dass für jeden Fahrer im nächsten Jahr noch Platz ist. Also da werden ja auch einige noch schauen müssen, wie sie da Kosten reduzieren können und da wird es halt auch nicht hinten über die Klinge fallen. Nee, vor allem im Radsport, wo es jetzt nicht um unendlich große Summen geht, sondern wo es immer ein bisschen, wie soll ich sagen, wo die Teams immer mehr am Existenzminimum gekämpft haben, als jetzt zum Beispiel irgendwie ein Fußballverein in der zweiten oder ersten Bundesliga. Weil wenn bei der Tour mal, bei so einem Tourteam mal ein Sponsor abspringt, dann kann es ganz schnell bedeuten, dass die ja, im nächsten Jahr einfach nicht mehr starten können, auch wenn es ein World Tour Team ist, ein erfolgreiches. Ja. Wobei ich, da gab es doch jetzt mal im Frühjahr, habe ich mitbekommen, so erste Diskussion mal so diese ganze Teamfinanzierung mal ein bisschen zu reformieren. Danach habe ich aber irgendwie nichts mehr von gehört. Also ich hatte da ein paar Interviews gelesen, ich glaube, wir hatten auch einen im Heft, wo es dann auch so darum ging, ja, wir müssen es mal umstellen, dass die Teams, die ja quasi ein Antrittsgeld kriegen für die Tour, aber von den eigentlichen Erlösen bleibt ja bei denen gar nichts übrig. Die sind ja nach wie vor von den paar Hauptsponsoren abhängig, aber die haben ja sonst keinerlei Werte, gar nichts. Muss man das wird ja sogar schon, also es wird schon seit Jahren eigentlich diskutiert, ne, in der Szene, dass man, es gibt keine Eintrittsgelder, es gibt keine wirklichen Prämien für die Teams, außer wenn sie halt irgendwie vielleicht, ich glaube, das kriegt der Toursieger 400.000 Euro oder so, aber es wird ja auch dann durch die ganze Mannschaft geteilt und es kriegen ja dann auch eher die Fahrer, Betreuer, Mechaniker, als dass es jetzt irgendwie. Weil die Teams ja letztlich keine Vereine sind, wie im Fußball, sondern nur Lieblinge ihrer Sponsoren, wenn man so will. Ja, und wenn dann halt Sponsor X dem Geldhahn zudreht, dann wird halt alles aufgelöst, das Team wird zerstreut sich in alle Winde und dann macht irgendwo am Ende jemand anderes ein neues Team auf. Ja. Aber dass du da irgendwie so einen Verein hast, im Prinzip wie beim Fußball, der dann halt sich einen neuen Sponsor sucht, das funktioniert ja in seltenen Fällen. Ja. Aber jetzt, und selbst so ein Team wie Sky ist ja davon betroffen gewesen, dass sich Sky zurückgezogen hat. Genau, und die, ich meine, die hatten ein so erfolgreiches Team, dass sie jetzt nicht die allergrößten Schwierigkeiten hatten, einen Sponsor zu bekommen, aber auch bei denen, die mussten auch gucken, dass sie ja, quasi gut, ich meine, im Jahr weiterführen können. Der dann auch die Kohle entsprechend beisteuert, weil dann bist du halt nicht mit 10 Mille dabei, sondern da brauchst du halt 30 oder so. Und ich meine, jemanden, der 30 Millionen Euro in Pfund oder was auch immer im Radsportteam steckt, findest du halt auch nicht an jeder Hausecke. So, jetzt haben wir aber viel über so die Hintergründe gesprochen. Jetzt lass uns mal konkret werden. Tour de France 2020 startet am 29.08., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, was erwarten wir da? Also ja, erstmal. Jetzt mal hier Butter bei die Fische, jetzt muss mal jeder einen Tipp raushauen. Ich wollte echt erstmal ganz spontan aus der Hose. Bevor wir den Tipp abgeben, würde ich erstmal sagen, tipp mir mal. Was sagt ihr nach heutigem Stand? Findet das Ding statt oder erleben wir noch eine Überraschung in den nächsten 8-9 Tagen? Also ich lege mich fest, die Tour geht auf jeden Fall los. Ob sie Paris erreicht, darauf will ich mich nicht festlegen. Okay, ja, das ist eine sehr realistische Einschätzung, würde ich sagen. Jein, also ich schaue mal tief in meine Redaktionsglaskugel hier und ich sage, sie ziehen es durch. Also ja, also ich hätte auch gesagt, aber ich glaube, ich tendiere so zwischen einem 50-50 zwischen dir, Christian, und Erik, weil ich bei dieser ganzen Entwicklung, die wir im Frühjahr hatten, möchte ich nicht ausschließen, dass es innerhalb von 4 Tagen sich die Situation so krass ändern kann, dass sie sagen, okay, wir müssen hier die Reißleine ziehen und machen das Ziel irgendwo in den Alpen und dann wird erstmal 4 Wochen Lockdown gemacht hier. Also ich glaube, die Tour wird nur dann abgebrochen, wenn es wirklich innerhalb des Tourtrosses irgendwie vermehrt bei Fahrern oder Betreuern Ansteckungen gibt. Also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Frankreich die Fallzahlen generell wieder steigen, dann glaube ich, wird es die Tour nicht davon abhalten, die Tour auszutragen. Aber wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung,
auf einmal 20 Fahrer positiv auf Corona getestet werden, dann, glaube ich, wird man das Risiko nicht eingehen, dann wieder noch Tag für Tag dicht an dicht Radrennen fahren zu lassen. Ich glaube, es kommt darauf an, wenn es einen Corona-Fall gibt, wird ja wahrscheinlich das Team dann erstmal aus dem Verkehr gezogen, weil die sollen ja, also wie ich es gelesen habe, sozusagen auf ihren eigenen Hotelfluren mit eigenen Speisesalen möglichst alle separiert werden. Sprich, dass wenn es in einem Team irgendwie einen Fall gibt, dann muss das Team halt sozusagen abreisen. Und dann ist halt die Frage, ab wie viele Teams die abreisen, macht es halt keinen Sinn mehr, weil dann statt 189 Fahrer, wie viele Fahrer sind es? 8 Fahrer pro Mannschaft. 176. Ja. 176, ja, ab wie viele Fahrer macht es denn noch Sinn, dass sie dann weiterfahren? Wenn Also ich glaube, bei dieser Skandaltour 1998 mit dem Festina-Skandal waren es am Ende, glaube ich, 13 Teams oder so, die noch in Paris angekommen sind. Also da sind ja auch mehrere Mannschaften abgereist worden. Herausgegangen worden, ja. Okay, jetzt aber, Entschuldigung, Christian, ich habe dir vorhin irgendwie einen Stock in die Speichen geworfen. Jetzt ist Zeit für die Tipps. Ich musste noch mal in mich gehen und unsere Tour-Vorschau im aktuellen Heft durchlesen und mal gucken, wer denn da so bei den Favoriten dabei ist. Okay, aber fangt ihr mal an. Ich halte mich zurück. Ja, alte Taktik ist immer die Frage des Interviewers wiederholen und währenddessen dann überlegen, was man sagen könnte. Und wir hoffen, dass das Interview die Frage dann schon wieder vergessen hat und eigentlich schon die nächste Frage stellen will. Expertise. Wer könnte denn die Tour de France gewinnen? Christian, sag du doch mal was dazu. Ja, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, der Versuch von Ineos jetzt auf ja dann Egan Bernal vollständig zu setzen, ich glaube nicht, dass das aufgeht. Also dafür bin ich zu skeptisch. Der Kerl ist zwar gut, aber ich glaube, er ist jung. Und ich glaube, da ist dann doch die Gefahr, dass der mal einen schwachen Tag hat oder stirbt oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich nicht, dass Ineos da das Ding abschießt, sondern ich würde dann schon eher auf den Roglic setzen, glaube ich. Okay, Erik? Tatsächlich ist es bei mir, als ich die Tourstrecke, als die letzten Herbst vorgestellt wurde, habe ich gleich gedacht, Roglic. Und als auch jetzt nach dem Lockdown die Rennen wieder losgingen, habe ich gedacht, auf jeden Fall Roglic. Jetzt hat er natürlich auch diesen Sturz gehabt bei der Dauphiné, da weiß man jetzt nicht, wie schlimm er verletzt ist. Aber Bernal wirkte jetzt auch nicht so souverän. Und von den anderen sehe ich da jetzt keinen so wirklich. Ich meine, jeder dieser Tourfavoriten hat jetzt irgendwie seinen Sturz und sein Delirchen in der Vorbereitung gehabt. Deswegen glaube ich auch, dass es Roglic macht, weil einfach wirkt am Berg derzeit am stärksten. Der ist von denen, die jetzt noch klassementtechnisch die Tour in Angriff nehmen, ist ja mit Abstand der stärkste Zeitfahrer und hat die stärkste Mannschaft. Also da kann ich mir eigentlich auf dem Papier keinen anderen vorstellen. Okay, dann habe ich jetzt den Super-Tipp, und falls ich irgendwie ganz falsch liege, dann schneiden wir das jetzt einfach raus gleich. Und zwar sage ich, wie letztes Jahr wird Alaphilippe relativ früh ins gelbe Trikot fahren mit einer Hauruck-Aktion. Dann wird die Tour abgebrochen und er steht als Sieger fest, auch wenn es vielleicht über die 3 Wochen nicht das gelbe Trikot behalten hätte. Das war ein ganz, ganz tiefer Blick in die Glaskugel. Ja, das war ein ganz... Das ist ein Tipp, der hat sehr gute Quoten bei Online-Wetten, habe ich das Gefühl. Wenn das so kommt... Tja... Ich meine, das ist, wie gesagt, wenn man dafür Geld setzen kann, ich weiß nicht, was dann bei rauskommt. Wie gesagt, nach der 10. Etappe 10 Euro auf Alaphilippe, 10. Etappe abgebrochen und der gewinnt das Ding. Ich glaube, da kannst du schon ein bisschen Kohle mitmachen. Ja, zum Glück leide ich nicht unter Spielsucht. Also insofern keine Gefahr für mich. Okay. Aber es kommt dann, wenn es eintritt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Tour so... durchgezogen wird, wie sie tatsächlich auch geplant ist von den Machern. Gibt es da irgendwie eine Etappe, auf die ihr euch besonders freut? Also ich glaube, aus sportlicher Sicht sehr, sehr interessant und auch so aus materialtechnischer Sicht sehr interessant wird die Etappe 20, das Einzelzeitfahren auf die Planche des Belfils, weil dort war es am Anfang 30 Kilometer, die weitgehend flach sind, wo glaube ich, die Jungs ganz klar das Zeitfahrrad nehmen werden, weil es einfach am schnellsten ist. Mhm. Aber dann wird es, glaube ich, interessant, wer wechselt das Rad, weil es irgendwie das Straßenrad dann doch wieder 2 Kilo leichter ist, aber man irgendwie den Radwechsel natürlich zeitlich einplanen muss. Mhm. Ich glaube, das wird so für Materialfetischisten, wie wir ja auch so ein bisschen sind, wird das, glaube ich, ganz, ganz interessant, so ein Tag. Finde ich auch sehr schön. Und es steht danach fest, wer die Tour gewinnt. Das kommt noch dazu. Das stimmt, weil es die vorletzte Etappe ist. Also, was da nicht klar ist, ist auch in Paris nicht klar.
oder beziehungsweise was in Paris klar ist, muss da auch schon klar sein am Ende der Etappe. Aber so, so spät wie letztes Jahr, dieses mit diesem Formel-1-Start, haben sie dieses Jahr gar nicht, oder? Ja, die, nach dem also großen Erfolg vom letzten Jahr. Na, die Tour ist auch schon aufregend genug, würde ich sagen, ohne jetzt noch irgendwelche Sonderformate da einzuführen. Also ich glaube, wir können froh sein, wenn das überhaupt stattfindet. Also ich finde diese Etappe, also ich bin sowieso ein großer, weil ich eben der Materialfetischist bin ich ein großer Zeitfahr-Fan und ich war auch schon bei den letzten Tourausgaben, war ich öfter mal bei Ruhetagen dann, war ich vor Ort und habe im Parc Fermé ein bisschen mich auf die Suche gegeben nach besonderen, Profitricks beim Setup des Fahrrads und so. Und da erinnere ich mich auch an eine Tour, ich glaube, es war 2017 oder 18, wo es auch so ein etwas bergiges Zeitfahren gab und da gab es auch ein paar Setups, wo es ein Rennrad mit quasi Zeitfahrauflieger vorne drauf und vorne niedrige Felge und hinten Scheibe drin. Also da gab es ganz spannende Setups. Deswegen finde ich das auch interessant. Ich finde aber auf jeden Fall auch Etappe Nummer 17 am 16. September, da habe ich auch Geburtstag, ist natürlich auch schön. Und da geht es über zwei Berge der höchsten Kategorie, nämlich den Col de Madeleine und dann auf dem Col de la Lotze. Auf dem Col de la Lose endet es dann und ich muss sagen, solche Etappen finde ich auch immer sehr spannend, wo es so halt einfach so zwei richtig oder drei oder einen richtig harten Berg gibt, weil dann gibt es meistens nicht ein Geplänkel vorher oder so, sondern da gibt es diesen einen oder eben diese zwei langen Anstiege und da entscheidet sich's. Und wenn man Glück hat, passiert da so viel, dass man fast so ein bisschen den Überblick zwischendrin den Überblick verliert. Und mittlerweile sind es ja auch so Ausscheidungsfahren bergauf geworden, wo dann wirklich das so ein Zermürbungskrieg dann zwischen den Favoriten wird. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wie dann einer, der, wo man geglaubt hat, oh, der ist schon rausgefallen, sich wieder zurückkämpft und dann doch noch vorne vorbeigeht und solche Sachen. Also ich glaube, diese Etappe Nummer 17 am 16.09., die könnte sehr spannend werden. Vor allem ist es auch die einzige Etappe, die so über diese ganz bekannten Alpenpässe führt. Also Col de la Madeleine ist so der einzige berühmte Pass. Wir haben keinen Galibier dieses Jahr dabei, kein Alpe d'Huez, kein Mont Ventoux, kein Tourmalet. Ja. Es ist so eine der wenigen Etappen, wo so diese Tour-Nostalgiker voll auf ihre Kosten kommen. Ja. Ansonsten viele, viele neue Anstiege. Auch dieser Col de la Lose, ich glaube, eigentlich nur ein Radweg, den man asphaltiert hat, der Miribel mit Courchevel verbindet. Und das ist für den Verkehr eigentlich gesperrt, die Straße. Ja, okay. Und die ist dann, ich glaube, auf den letzten 4 Kilometern bis zu 20% steil. Also da wird auf jeden Fall was passieren im Gesamtklassement. Aua, aua, aua. Ja, wobei wir jetzt vorhin bei unseren Tour-Tipps haben wir noch gar nicht besprochen, was eigentlich mit unserem hier einerseits Buchmann und zweite Frage, die mich jetzt die letzten Tage umtreibt, ist, was haltet ihr eigentlich von der Nummer, dass jetzt Ineos, Froome und Thomas eigentlich gar nicht mitnehmen? Stimmt, das sollten wir auf jeden Fall auch drüber sprechen. Also ja, Buchmann, Erik, du hast da, glaube ich, am ehesten die Insider-Infos. Wie stehen die Chancen für Buchmann? Ja, also theoretisch ganz gut. Ne? Wir haben ja auch im aktuellen Heft, ich habe da ein kleines Porträt zu ihm gemacht und er hat ja ganz klar gesagt, dieses Jahr soll es das Podium werden, nachdem er letztes Jahr ein bisschen überraschend Vierter geworden ist. Und bis jetzt hat er in diesem Jahr eigentlich auch so den Eindruck gemacht, dass das Podium durchaus realistisch ist. Ich meine, der Parcours kommt ihm entgegen. Es sind weniger Einzelzeitfahrkilometer, beziehungsweise das Einzelzeitfahren ist relativ bergig, was ihm entgegenkommt. Mhm. Es gibt kein Mannschaftszeitfahren, wo er letztes Jahr, wenn man so will, das Podium verloren hat, weil dort hat er mehr Zeit verloren, als ihm am Ende auf dem dritten Platz gefehlt hat. Und ja, man muss jetzt natürlich gucken, ne? Bei der Dauphiné wirkte er sehr, sehr stark, ist dann jetzt aber auch schwer gestürzt, hatte wohl Hämatome am Rücken, schweres Hämatom, Abschürfungen überall am ganzen Körper, konnte wohl nicht so richtig laufen, saß aber am nächsten Tag wieder eine Stunde auf dem Rad, also typisch Radfahrer, kann nicht laufen, am Rad fahren, genau, hält mich aufs Rad, dann wie ich fahre. Ja. Und ich meine auch auf Strava gesehen zu haben, dass er auch zurzeit wieder in Livigno ist und dort schon wieder so die ersten sanften Trainingseinheiten macht. Also ich gehe jetzt mal, Stand heute, 20. August, davon aus, dass wir ihn bei der Tour sehen werden und hoffe, dass er natürlich bis dahin auch diese Verletzung einigermaßen ausgewirkt hat, weil ich glaube, dann wird es auch aus deutscher Sicht eine schöne Tour, wenn jemand Buchmann da unter den Top 5 wieder ums Podium mitkämpft.
Jetzt mal anders gefragt, wer sind denn die Kandidaten aus eurer Sicht, die da einem Podium entgegenstehen, jetzt außer den üblichen Verdächtigen, Bernal, Kreuzweig, Roglic? Ah, Mensch, sein Podiumsdauer. Kreuzweig ist raus. Ja, stimmt, Kreuzweig, der ist ja, stimmt. Aber so ein Dauer-Podiumskandidat ist ja Quintana, also der ist ja irgendwie... Das ist so eine Blackbox irgendwie, oder? Ja. Der war doch eigentlich ganz gut in Form, las ich irgendwie im Frühjahr. Ja, hatte dann aber auch irgendwie, war jetzt auch nochmal irgendwie gestürzt im Training, Knieverletzung. Ja, Pinot habe ich noch weit vorne auf dem Zettel, aber bei Pinot ist immer so das Problem, der hat immer so seinen einen schwarzen Tag in der Tour, wo er dann irgendwie stürzt oder sich auf der Windkante abhängen lässt. Ansonsten jetzt dadurch, dass Geraint Thomas und Chris Froome dabei sind, lichtet sich das schon mal ganz schön. Ineos so. Macht ja auch gern mal irgendwie eine Doppelspitze, also zwei auf dem Podium. Ja, genau. Ja, aber die fallen ja da jetzt dann raus. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut der Carapaz dann abschneidet, ob der jetzt wirklich dann als Helfer aufgeopfert wird und dann auch mal einen Tag lang die Beine hochnehmen soll, darf, muss und dann sich einen schönen Rückstand einhandeln kann. Ihn sozusagen aus den Podiumsrängen raus katapultieren, was mit Bardet fährt den Giro, oder? Bardet fährt die Tour. Ja, der wollte den Giro fahren und hat sich dann jetzt durch den neuen Kalender für die Tour entschieden. Okay, also der ist ja auch so ein Kandidat, kann eigentlich Richtung Podium schielen, aber auch so einen schwachen Tagsturz. Ja, hat in den letzten zwei, drei Jahren aber auch immer so seine, in den entscheidenden Rennphasen immer seine Schwächen gezeigt. Ja, Schwächen und dann halt ganz tragisch. Auch quasi Zeit verloren. Das tut einem ja schon dann manchmal auch leid, wenn man gesehen hat, wie er da unter gelitten hat auch. Ja, also ein Geheimtipp habe ich noch für euch, Tadej Pogacar. Okay. Letztes Jahr Dritter bei der Vuelta, dieses Jahr auch schon stark unterwegs gewesen, hat Primoz Roglic bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften geschlagen. Stimmt. Also ich meine, der fährt zwar jetzt zum ersten Mal die Tour, der ist auch erst 21 Jahre alt und die Tour ist immer noch mal was anderes als eine Vuelta, aber dem würde ich auch zutrauen, dass der zumindest so Top 5 fährt und Podium würde ich da jetzt auch nicht komplett ausschließen wollen bei ihm. Weil das fand ich bei Buchmann letztes Jahr halt so beeindruckend, dass der echt relativ, also in Konstanz hingelegt hat. Also bei ihm hat es so, der war ja immer bis zum Schluss bei der Musik dabei. Und hat da echt kaum Schwächen gezeigt, hat immer mal versucht, so am Schluss noch mal kurz ein paar Sekunden rauszuholen, hat aber nicht geklappt. Aber wie gesagt, er war immer bei der Musik und ich glaube, wenn er dieses Jahr die Konstanz auch wieder hat und ohne schwarzen Tag und ohne schweren Sturz durchkommt, ist das Podium auf jeden Fall realistisch. Und am Ende, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange die Tour geht und mal ein paar Tage in Gelb wäre auch mal schön. Ja. Oder ein Etappensieg wäre auch was. Er ist ja auch nicht so der so viele Rennen gewinnt, sondern eher so, wie du sagst, der durch seine Konstanz immer vorne mit dabei ist. Glaubt ihr denn, dass jetzt mit Blick auf, Holi, was du sagtest, dass die Tour abgebrochen wird, dass es in diesem Jahr so ist wie sonst, dass halt so bei den frühen Etappen irgendwie mal so eine Ausreißergruppe durchgeht und dann mit 8-10 Minuten Vorsprung fahren lassen wird? Oder glaubt ihr, dass die dann schon schauen, dass das zusammengehalten wird, dass keiner mehr so weit wegfahren kann? Das ist eine wirklich, finde ich, interessante Frage, was diese neue Situation und diese ein bisschen, ja, dieses höhere Risiko, dass ja die Tour abgesagt wird oder verkürzt wird, was das mit der Taktik macht. Weil das war ja für die kleineren Teams irgendwie auch immer wichtig, in einer Ausreißergruppe zu sein, halt auch um den Sponsoren zu zeigen. Und ja, es ist jetzt auch in den letzten Jahren schon immer mal wieder vorgekommen, dass da irgendwie auch mal eine Ausreißergruppe durchgekommen ist, wenn da das Feld nicht besonders aufmerksam war oder nicht einig über die Nachführarbeit. Und ja, ist eine gute Frage, ob das überhaupt vorkommt oder ob da von vornherein dem ein Riegel vorgeschoben wird. Was natürlich auch bedeuten würde, die Tage, wo eine Ausreißergruppe mit viel Vorsprung davor gelassen wird, das waren immer relativ entspannte Tage für die allermeisten Fahrer dann, die im Peloton gefahren sind. Und wenn sie die nicht haben, wird dann die Tour irgendwie noch härter für das ganze Feld, weil halt ja irgendwie oder müssen mehr Leute aufgeben, weil da halt immer Vollgas gefahren wird, finde ich, ist eine interessante Frage, aber kann ich so auch nicht beantworten. Also ich glaube, dass diese Ausreißer-Etappen, wo die großen Gruppen dann mal durchgelassen werden, dass das eher in der zweiten, dritten Woche passieren wird, wenn dann Fahrer schon eine halbe Stunde Rückstand haben im Gesamtklassement und dann gibt man denen halt mal 10 Minuten und aber man wird das nicht so in der ersten Woche haben, dass ein Primoz Roglic jetzt sagt, ja gut, dann soll jetzt erstmal jemand anderes das gelbe Trikot tragen, der in den Bergen nachher eh zurückfällt. Das ist auch ganz interessant. Ich hatte mit Nikias Arndt dazu gesprochen, auch für unser aktuelles Heft, für die Schlüsseletappen der Tour. Und er hat gesagt, er denkt schon, dass schon bei den ersten Bergankünften die Favoriten
ganz klar das gelbe Trikot haben wollen und dann nicht irgendwelche Ausreißer an der langen Leine gelassen werden, so nach dem Motto, ja, dann könnt ihr auch mal eure 5 Minuten Ruhm haben, sondern ja, einfach weil diese Gefahr da ist, keiner weiß, ob die Tour wirklich bis zu Ende gefahren werden kann und was man dann irgendwie hat, das hat man. Mhm. Was ja dieses Jahr auch anders sein wird, also Christian, du hast vorhin gesagt, hier für die Franzosen und für Radsportfans überall und in ganz Europa ist die Tour immer ein richtiges Großereignis gewesen und die war halt immer in den Schulferien, in den französischen, also da haben auch immer unheimlich viele Leute am Straßenrand zugeguckt. Und ja, auch das wird dieses Jahr anders sein. Und also jetzt als ein Beispiel an den Anstiegen wird es so sein, dass die Fans nicht mehr mit Wohnmobils quasi da irgendwie hochfahren dürfen, sondern man darf nur noch zu Fuß oder mit dem Rad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hoch. Und das heißt ja für so auch, sagen wir mal, lange Anstiege, da kommen nur die ganz Fitten, dürfen dann oben noch mit anfeuern, weil wenn du dann so einen 20 Kilometer Anstieg hast, den du zu Fuß oder mit dem Rad hoch musst, das ist vielleicht gar nicht so machbar für jeden Fan. Ja, wobei ich mich sonst gefragt habe, wie will man das mit Corona-Bestimmungen und Abstand jetzt wirklich durchhalten und aufrechterhalten, dass das eben nicht passiert, dass da 20, 30, 50, 100 Leute an der Strecke stehen, wo es halt gerade spannend ist. Du kannst ja die öffentlichen Straßen nicht komplett abriegeln. Nee, und die kommen den Fahrern, vor allem in den Anstiegen, ja auch immer sehr nahe, schon in der Vergangenheit. Klar wird es vielleicht nicht mehr so diese Menschentrauben geben, die es früher gab, wo es dann die holländische Kurve gab oder solche Sachen. Aber da werden wahrscheinlich Leute sein, da werden wahrscheinlich auch nicht wenig Leute sein. Aber ich glaube, man kann das gerade so an den Anstiegen, das ist immer dort, wo die Leute sich extrem ballen, kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut kontrollieren, weil du hast meistens irgendwie unten einen Einstieg, auf der anderen Seite hast du einen Einstieg und da kannst du halt Polizeiordnungsamt, was auch immer, hinstellen, die das halt so ein bisschen, die halt sagen, keine Ahnung, pro Kilometer Anstieg dürfen um 50 Leute hoch oder 100 Leute meinetwegen. Ich glaube, was halt schwieriger wird, ist, du kannst jetzt nicht irgendwie auf der dritten Etappe bei irgendeiner Ortsdurchfahrt überwachen, ob sich da die Dorfbewohner dicht an dicht an die Straße stellen, weil die Tour halt durchkommt. Mhm. Also das wird, glaube ich, deutlich schwieriger werden. Ja, dann muss man tatsächlich ein bisschen hoffen auf die vernünftigen Leute, dass sie zwar zum Anfeuern kommen, aber halt eben ja versuchen, so gut es geht, den Abstand zu halten und eine Maske zu tragen. Weil ja, wenn es irgendwie vielleicht, also ich denke, wenn es soweit kommen würde, dass man sagen kann, okay, da wo die Tour durchgeht, kommt dann irgendwie kurze Zeit später der Anstieg der Corona-Zahlen, dann glaube ich, hat die Tour da schlechte Karten irgendwie zu sagen, ja, wir ziehen das durch bis nach Paris. Christian Prudhomme, der Tourchef, hat ja auch jetzt kürzlich den Aufruf gestartet an die Franzosen, wenn ihr die Tour und ihre Champions liebt, dann tragt bitte eine Maske, wenn ihr an der Strecke steht. Also gibt es auch ganz klares Anforderungsprofil für Radsportfans. Ja, wobei da gibt es ja auch immer wieder die Kampagne Respect the Riders, irgendwie keine Selfies auf der Straße, behaltet eure Kinder und Hunde bei euch und die Vergangenheit hat leider gezeigt, es halten sich viele dran, aber es gibt halt immer so ein paar Knalltüten, die dann denen die Fahrer quasi das Handy aus der Hand fahren, weil sie das so weit in die Strecke gehalten haben. Und, ja, ich meine, die Tour hat sich halt dann leider Gottes in letzter Zeit auch zum Forum für irgendwelche Selbstdarsteller entwickelt, denen eigentlich der Radsport völlig egal ist, denen halt sowas von einer abgeht, wenn es dann in irgendeinem absurden Kostüm mal für 10 Sekunden im Fernsehen sind, weil sie mit einer, keine Ahnung, einem riesen Dinosaurier oder was weiß ich was im Borat-Kostüm neben Kostüm herlaufen. Ja. Und viel schlimmer, manchmal ohne irgendwas angezogen. Oder das. Auch schon gesehen. Ja, also es bleibt spannend, was uns bei der Tour erwartet. Einerseits sportlich. Aber wobei wir jetzt dann noch nicht auf die Ineos Froome-Geschichte zurückgekommen sind. Wir haben jetzt noch. Ja. Sehr richtig. Also das kam ja so ein bisschen auch für uns als richtige Überraschung, dass jetzt vor ein paar Tagen eigentlich bekannt wurde, dass Ineos Grenadier, wie sie jetzt heißen, das Team, ohne Froome und ohne Geraint Thomas zur Tour fahren, die ja eigentlich auch potenziell definitiv Kandidaten für Gelb gewesen wären. Und die ja beide schon die Tour gewonnen haben. Die beide schon. Ja, also ich meine, ich glaube, bei Froome war es ja so ein bisschen zumindest erwartet, weil ich meine, der war ja nach seinem schweren Sturz wirklich nicht in Form.
Thomas wohl auch nicht so richtig in Form, aber also ich hätte ihn auf jeden Fall mitgenommen, weil er ist schon irgendwie ein sehr, sehr solider und guter Edelhelfer. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, Bernal ist halt schon noch relativ jung. Und bei dem ist halt immer die Gefahr, dass er halt dann stürzt oder halt doch einen schwachen Tag hat. Und da hätte ich so als Plan B einen Geraint Thomas, der ein solider Top-10-Fahrer ist, schon irgendwie gern mit dabei gehabt, aus Ineos-Sicht. Aber sind aber das habt dann... Habt ihr mal dieses Video gesehen von Ineos, wo Bernal, Thomas und Froome sich jetzt zu dieser Entscheidung äußern? Nee. Weil da ist mir aufgefallen, also Egan Bernal, der ist natürlich happy, weil er darf jetzt bei der Tour seinen Titel verteidigen, ist offiziell der Kapitän. Chris Froome, der ist ja eh immer so sehr höflich und sehr eloquent in seinem Erscheinen. Und der hat ja auch irgendwie dann so gesagt, ja, cool, dann fahre ich halt die Vuelta, ich brauche halt noch ein bisschen Zeit, um mich von meinem Sturz zu erholen. Und bei Geraint Thomas, der aus meiner Sicht auch immer ein sehr, sehr lässiger und cooler Typ eigentlich ist, der wirkt halt echt so, als ob ihm diese Entscheidung, den Giro zu fahren, er sagt zwar irgendwie so, ja, ich freue mich, den Giro zu fahren, weil es ist ein tolles Land und tolles Essen und tolle Leute, aber du kaufst ihm das halt irgendwie überhaupt nicht ab, dass er sich darauf freut, sondern der wäre natürlich gerne die Tour gefahren. Kann man sich dann vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht der erste Take war, wo sie das aufgenommen haben, wo sie ihm dann zum 10. Mal gesagt haben, nein, du musst dich so anhören, als wäre das deine Entscheidung gewesen. Cut! Ja, Jared, so nicht. Nochmal neu. Mehr Begeisterung. Ja, ist, also ganz ehrlich, in diesem Jahr ist es ja wirklich so, dass man sich entscheiden muss. Okay, du könntest Tour und Vuelta fahren, ist nicht so das Problem. Aber Tour und Giro, beides geht auf gar keinen Fall. Geht schon, aber hast halt nur 2 Wochen. Ja, oder genau, also nee, stimmt, gar kein Fall ist die falsche. Aber beides mit Siegambitionen zu fahren wäre sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Giro und Vuelta überlappen sich ja, glaube ich. Also ja, das geht auf jeden Fall nicht zusammen. In diesem Jahr muss man sich echt sehr entscheiden. Und da hat vielleicht auch die Teamleitung von Ineos gesagt, ja, wir gucken, dass wir bei jedem Rennen einen Mann dabei haben, der auf jeden Fall gewinnen kann. Und müssen dann eben skeptisch wäre, ob Froome die Vuelta gewinnen kann. Also das ist was anderes. Aber ja, dann nochmal Bernal dann hinzuschicken, weiß man auch nicht. Dann schickst du es nur Bernal hin, der sich dann von der Tour ein bisschen erholt hat. Ja, genau. Kannst ja immer noch nominieren. Ja. Aber ist natürlich auch in diesem Jahr nochmal eine besondere Situation. Und dann hast du natürlich als Ineos Grenadier, als Team, den Vorteil, dass du die Auswahl hast von so vielen potenziellen Kapitänen oder von so vielen, ja, zumindest potenziellen Siegkandidaten. Das hat ja auch einfach nicht jedes Team. Ja, ich meine, 4 verschiedene Grand Tour-Sieger, wenn ich es jetzt nicht im Kopf habe, mit Carapaz, Bernal, Froome, Thomas in einem Team, bei nur 3 Grand Tours mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Wertigkeiten, die musst du halt alle erstmal sozusagen in einen sozusagen unter einen Hut kriegen, dass die, ich meine, alle glücklich machen wirst du halt nicht können. Und ich meine, Froome hat ja schon, oder wurden die Konsequenzen nahegelegt, dass er jetzt dann zu Israel geht nächstes Jahr. Von daher ist es ja auch noch spannend, wie sich das dann auswirkt. Ja, hat das eurer Meinung nach eine Auswirkung jetzt auf die Tour, weil die Transferphase hat regulär zum 1. August begonnen, wie in jedem Jahr. Das heißt natürlich, in den vergangenen Jahren war es immer so, okay, Transferphase zum 1. August, das heißt, die Vuelta fährst du eventuell für ein Team, für das du nächstes Jahr nicht mehr fährst und die Rennen, die dann im Herbst kommen, sag ich mal auch, aber halt Giro und Tour und alle Frühjahrsklassiker und so weiter waren auf jeden Fall, da hast du noch versucht, sagen wir es mal so, für dein Team, für das du vielleicht auch im nächsten Jahr fährst, die Sieger einzufahren. Seid ihr der Meinung, dass das vielleicht eine Auswirkung hat auf wie Fahrer sich jetzt verhalten, wenn sie wissen, naja, für das Team muss ich eh nichts mehr reißen, weil ich nächstes Jahr woanders bin? Ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig große Auswirkungen hat, denn bislang, oder die Regelung ist ja, du darfst einen Transfer zu einem anderen Team ab dem 1. August bekannt geben. Es war ja aber in den letzten Jahren jetzt nicht so, dass irgendwie im Vornherein irgendwie die Fahrer nicht schon irgendwie verhandelt hätten mit anderen Teams oder dass nicht schon hinter den Kulissen zu Tourstart klar war, dass nicht irgendwas durchgesickert wäre oder so, ja, das genau. Stimmt. Also ich glaube, für den Fahrer selber macht es jetzt keinen Unterschied, dass er jetzt sagt, oh, ich fahre jetzt nächstes Jahr nicht mehr für Team XY, deswegen muss ich jetzt irgendwie mich nicht besonders reinhängen oder muss ich mich gerade besonders reinhängen. Es könnte vielleicht im Fall von Froome, der nächstes Jahr ja für Israel Startup Nation fährt, könnte es vielleicht auch sein, so, ja, ich reg mich jetzt nicht mehr auf, dass ich für die Tour nicht nominiert wurde,
Denn ja, im nächsten Jahr habe ich woanders nochmal die Chance, irgendwie vielleicht auch als Kapitän dann irgendwo an den Start zu gehen. Ja, wenn man Israel so Glauben schenken darf, die wollen mit ihnen ja irgendwie noch mehrere Grand Tours gewinnen. Ich meine, ich bin da skeptisch. Ich meine, wir haben ihn jetzt verpflichtet, ohne dass er seit seiner Verletzung irgendwelche Ergebnisse gebracht hat. Es kann natürlich aufgehen, dass Chris Froome wieder zu alter Form zurückkommt und dann haben sie natürlich einen super Fahrer für die großen Rundfahrten. Aber es kann auch passieren, dass Chris Froome dieses Niveau, was er hatte, gar nicht mehr erreichen würde. Ich meine, er ist jetzt auch schon 35 Jahre alt. Ja, ja, vor allem brauchst du auch das Team, was da drumherum einfach funktionieren muss. Und ich meine, das war bei Sky Ineos ja immer eine relativ perfekt geölte Maschine. Also ihn da bis, keine Ahnung, 1-2 Kilometer vom Gipfel sozusagen hoch eskortiert hat. Und dann musste er eigentlich noch quasi auf 2 Kilometern Gas geben und die entscheidenden Sekunden rausholen. Das hat ja in den Jahren, wo er gewonnen hat, sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich meine, das musst du auch erstmal aufbauen. So ein Team mit so starken Fahrern, die entsprechend auch natürlich Geld kosten, um das so auf dieses Ziel auszurichten. Und ich glaube, da hat Israel Startup Nation schon noch einen Weg vor sich, das so aufzubauen. Jetzt haben wir viel über die Tour gesprochen, aber und die ist ja auch definitiv jetzt der Höhepunkt der Saison, aber diese Saison, so komisch und verschoben wie sie ist, ist danach ja noch nicht vorbei. Was haltet ihr von dem Rest des Kalenders? Also die Frühjahrsklassiker finden jetzt im Oktober statt und Giro auch, die Vuelta im November. Was denkt ihr, was erwartet uns da noch bei diesen Rennen? Ich habe das Gefühl, es wird vogelwild, weil ich habe ja selber ein bisschen den Überblick verloren, was jetzt, also man ist ja dann beim radsportlichen Grundkorsett ja irgendwie völlig über den Haufen geworfen, dass ich nicht weiß, wann hier Paris-Roubaix stattfindet, was sonst immer Anfang April irgendwie ist. Das ist jetzt am 3. Oktober, das habe ich mir gemerkt, aber sonst nee, danach... Am 25. Oktober ist es leider. Okay, siehst du, habe ich mir schon falsch gemerkt. Weil an dem Tag ist Paris-Roubaix eine Giro-Etappe und eine Vuelta-Etappe. Das ist der Supersonntag. Gibt es dann einen Eurosport 3 jetzt als neuen Bezahlkanal? Ja. Ja, also die WM wurde jetzt vor kurzem auch erst abgesagt, die eigentlich in der Schweiz hätte stattfinden sollen. Da ist da mit den ganzen U23 Junioren und so weiter Wettkämpfen über 1000 Sportler gekommen wären. Und die Begrenzungen in der Schweiz sind, glaube ich, bei 1000 Personen im September. Oder wurden da jetzt nochmal, dieses Limit auf 1000 Personen wurde in den September verlängert, was für die WM hieß, okay, das kann so nicht stattfinden. Und die WM wurde jetzt tatsächlich abgesagt. Die hätte an dem Wochenende nach dem Tourende stattfinden sollen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau, also da wäre das Straßenrennen gewesen. Tatsächlich wäre diese WM-Woche schon am Sonntag der Paris-Etappe losgegangen mit dem Einzelzeitfahren. Ja. Einzelzeitfahr-WM. Und, wäre das sowieso interessant geworden, welche Fahrer dann irgendwie die Tour vorzeitig verlassen, um irgendwie bei der Zeitfahr-WM am Start zu stehen. Ja, wir wissen das dann mal, die ganz wichtigen Fragen darf dann, wie heißt der aktuelle Weltmeister, der Name, dieser Däne? Rowan Dennis. Nee, im Zeitfahren. Ich meine jetzt im Straße. Ach so, Straße, Mats Pedersen. Genau, darf der jetzt dann noch ein Jahr länger das Weltmeistertrikot fahren oder fährt nächstes Jahr kein Weltmeister mit? Muss ja die ganz wichtigen Fragen als allererstes klären. Also wenn es keine WM gibt, dann darf er es weiterhin tragen. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil er weiterhin der Amtierende, der Titel läuft ja nicht ab mit dem Jahresende, sondern der läuft ab quasi, wenn es einen neuen Weltmeister gibt. Und ich sage mal, es wäre ja auch fair, weil er konnte ja dieses Jahr das Trikot fast nie, so im Training hat er es bestimmt öfter mal angehabt. Stimmt, aber sein tolles in Weltmeisterfarben lackiertes Track Madone durfte er ganz selten auf der Straße ausführen. Das will er ja auch nochmal zeigen. Ja, also ich bin auch sehr gespannt auf die Frühjahrsklassiker im Herbst. Ich meine, wettermäßig müsste das eigentlich ganz, ganz cool funktionieren, weil... das schlechte Wetter kann man auch schön im Herbst haben. Und die Temperaturen sind ähnlich. Beim Giro finde ich es ganz spannend, weil die hatten ja auch im Frühjahr öfter mal, Probleme mit dem Wetter auf den hohen Pässen. Und in den letzten Jahren konnten die doch nie irgendwie den Giro so durchziehen. Also zumindest hat sich in meine Erinnerung eingebrannt, dass sie den nie so durchziehen konnten, wie sie es eigentlich wollten, mit Stilfse Joch, was ja schon ohnehin mutig ist, irgendwie im Mai zu fahren, wo der normalerweise im Juni frühestens aufmacht. Oder hatten sie schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Wobei, kann man auch sich überlegen, ob es vielleicht nicht im Oktober, Mitte Oktober irgendwie sicherer ist, weil wir in den letzten Jahren halt schon echt sehr warme Herbste noch hatten. Also, dass da zumindest nicht irgendwie ein Meter Schnee liegt, sondern es vielleicht 2 Grad ist und regnet, aber zumindest jetzt nicht da, der wegen Schnee nicht befahrbar ist, irgendwelche Pässe. Hm.
Also ich würde sagen, die Frühjahrsklassiker in Anführungszeichen im Herbst, die finde ich nochmal spannend. Das wird nochmal sehr interessant. Man hofft natürlich, dass die auch stattfinden können, dass sich die Corona-Lage sozusagen nicht weiter verschlechtert und irgendwelche Rennabsagen nochmal nach sich zieht, weil das wäre schon, nachdem die UCI jetzt da schon einen sehr ambitionierten Kalender auf die Beine gestellt hat, wäre es wirklich schade, wenn es nochmal über den Haufen geschmissen wird. Es ist natürlich die Frage, wie gesund das für die Radfahrer ist mit so einem gepressten Programm. Da ist sicher für den einen oder anderen weniger Erholungszeit zwischen Rennen jetzt übrig. Und bleibt die Frage, wie gut das für die Fahrer ist, weil das Radrennen sind einfach eine richtig hohe Belastung für den Körper. Und ist die Frage, wer das dann einigermaßen gut wegsteckt und dann so spät erst in die Saisonpause geht. Sollte es nächstes Jahr tatsächlich wieder regulär losgehen, hat man da jetzt nicht die ewig lange Erholungsphase, bis es dann im Januar in Australien wieder losgehen soll. Ja, und jeder Fahrer kommt ja auch anders mit dem Wetter zurecht. Wenn wir jetzt irgendwie, lass mal Paris-Roubaix irgendwie 25 Grad sein und Sonnenschein im Oktober. Na gut, Ende Oktober ist vielleicht ein bisschen, 25 vielleicht nicht, aber sagen wir mal 20, kann ja durchaus mal passieren. Und du bist sonst bei Roubaix, gibt es ja immer mal 5 Grad oder auch bei den anderen Klassikern, dass es eher windig und kalt ist. Hast du natürlich als anderer Fahrertyp auch einen Vorteil. Ja. Es gibt auch die schönen Nerds, die, als dann feststand, dass Paris-Roubaix im Herbst stattfindet, gleich mal gegoogelt haben, wie am 25. Oktober die Regenwahrscheinlichkeit in Roubaix ist. Weil das letzte regnerische Paris-Roubaix gab es 2001. Und seitdem ist immer jedes Jahr so der Gag, dass in der Woche vor Roubaix wird immer schon der Wetterbericht gecheckt irgendwie und dann, ach scheiße, schon wieder Sonne und die Fans wünschen sich Regen. Ich weiß nicht, wie es unter den Fahrern ist. Und wahrscheinlich genau andersrum. Genau andersrum wahrscheinlich. Aber das, bin ich mal gespannt, was wir da für Wetter erleben. Ja, also dann bleibt uns eigentlich jetzt nur noch... Ich würde noch einwerfen, bei allen Rennen, die abgesagt worden sind, tut uns natürlich die Deutschlandtour auch irgendwie ein bisschen weh, weil die ist ja dann jetzt erstmal auf der Strecke geblieben nach 2 Ausgaben. Oder 3 Ausgaben? 2 war es jetzt. Ja, das wäre jetzt die dritte gewesen. Dass die dann im nächsten Jahr wenigstens wieder stattfinden kann, weil ich finde es halt blöd, wo jetzt gerade mal wieder das Rennen sich auf einem guten Weg war, sich zu etablieren, dass es jetzt dann wieder ein Jahr aussetzen muss. Und ich meine, man muss ja dann auch schaffen, erstmal die Strecke so ins nächste Jahr wiederum überzuretten. Das Ganze erstmal von der planerischen Seite auch am Laufen zu halten. Was jetzt aber auch der Plan sein soll, nicht wahr, Erik? Also nächstes Jahr soll sozusagen die Deutschlandtour auf der Strecke von diesem Jahr stattfinden. Genau. Die wird quasi mehr oder weniger 1:1 ins nächste Jahr gepflanzt und das ist wohl soweit auch alles. Also die Städte haben wohl schon alle ihr Okay gegeben. Jetzt muss man natürlich wohl gucken bei den Streckenplanern, ob man jetzt wirklich bei Kilometer 127 jetzt durch den Ort so fahren kann oder ob es dann nächstes Jahr eine Baustelle gibt, weil da ein Wasserrohrbruch ist oder so. Das kann natürlich nochmal passieren, das stimmt, dass man da irgendwie eine Umleitung einbauen muss, aber so prinzipiell der Rahmen der Deutschlandtour wird ins nächste Jahr einfach übertragen. Und du bist ja jetzt auch in Kürze auf der Strecke unterwegs und wirst dann quasi für nächstes Jahr kennst du dann jede Kurve und jedes Schlagloch und weißt genau die Schlüsselstellen, wo die Attacke zu setzen ist und kannst dann die perfekte Analyse vorbereiten. Ich wollte gerade sagen, trotz meiner Streckenkenntnis würde ich wahrscheinlich trotzdem nicht lange im Peloton mithalten. Ja gut, das ist Streckenkenntnis und hängt nicht unbedingt mit dem Ergebnis dann am Ende zusammen. Ich kann nur empfehlen, direkt am Anfang einmal die Attacke setzen, direkt nach dem echten Start, 100 Meter vorne fahren und dann einbrechen. Großartiges Gefühl. Das ist meine Renntaktik. Okay. Ja, und dann hoffen wir auch, nächstes Jahr soll ja auch die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart stattfinden. Und dann hoffen wir natürlich, das wäre bei uns bei der Redaktion vor der Haustür sozusagen, da hoffen wir natürlich drauf, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Denn dass die interne Roadbike-Meisterschaft im selben Rahmen stattfinden kann. Ja, das hoffen wir natürlich, dass wir den deutschen Roadbike-Meister da auch küren können. Ja, also dann bleibt es am Ende jetzt nur noch übrig, uns auf die Tour zu freuen, die Daumen zu drücken, dass es aufgrund der Corona-Lage nicht zu einer Absage kommt, dass die Fahrer alle gesund bleiben und dass vielleicht das Sturzpech auch ein bisschen abnimmt. Denn das wäre schön, wenn die Fahrer, die jetzt auch noch an den Start gehen, die nicht schon verletzt sind, wenn die auch die Tour und vor allem die Saison irgendwie abschließen könnten. Da würden wir uns natürlich auch freuen. Ja, ich hätte zum Glück bis zur Tour nicht mehr so viele Rennen. Nee. Ja, ich
würde mich halt echt freuen, wenn es sozusagen gelingen würde, dass eine Tour unter regulären Bedingungen sozusagen zu Ende gefahren werden kann. Weil ich weiß nicht, wie man sich an, also wenn man jetzt mal, Rudi, dein Szenario nochmal aufgegriffen, auf der dritten Etappe mit irgendwie ein bisschen Glück ins gelbe Trikot fährt, dank einer Zeitgutschrift von 10 Sekunden, dann wird das Ding nach ein paar Etappen abgebrochen. Du bist dann sozusagen als du wirst dann gefühlt als Tour de France-Sieger nach 10 Etappen, bist dann halber Tour de France-Sieger. Also ich meine, wie muss sich das anfühlen? Also das fände ich dann irgendwie schon so, ich meine, kann man, ja klar, kann man sich drüber freuen? Ich weiß es nicht. Also, dann lieber richtig gewinnen nach 3 Wochen. Ja. Oder einfach noch 10 Etappen Swift dranhängen. Genau. Wird virtuell zu Ende gefahren. Ja. Dann bedanken wir uns mal für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr oder es noch genauer nachlesen wollt über die Schlüsseletappen, die Favoriten oder auch das Porträt von Emanuel Buchmann, dann kauft euch doch einfach die aktuelle Roadbike, die jetzt am Kiosk liegt. Das ist unsere Ausgabe Nummer 9. Da erfahrt ihr alles Wichtige zu Tour de France und noch ganz viele andere Sachen zum Thema Rennradfahren, wenn ihr auch einfach nur so zu Hause rumfahren wollt, ohne Rennradprofis. Uns gibt es natürlich auch im Internet unter roadbike.de und auf Facebook und Instagram als Roadbike-Magazin. Und wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet zu unserem Roadbike-Podcast. Also, auf jeden Fall. Macht es gut und bis bald. Tschüss. Bis bald. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.